Liebe Schlagsahne. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Engelfreunde 2.0. Ich habe auch die Lichtwesen gesehen. Vergesse die Namen, ich will mir die auch gar nicht merken, denn die sind gar nicht besonders wertvoll. Und? Ich esse gerne Braten, alles an Fleisch und Wurst. Auch die ewige Umarmerei. Mag ich nicht. Willkommen zu einer unfassbaren Folge 2 von Schwiegertochter gesucht 2024. Letztes Mal bei Schwiegertochter gesucht. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Damen das gibt. Genau, das können wir gar nicht einschätzen. Ich bin der Udo, ich möchte gerne die Maria kennenlernen. Hallo Elke, ich bin die Marion. Marion, herzlich willkommen. Das sind die Frauen. Was ich halt auch gerne höre, ist so Techno-Mix. Ich gehe gerne auf Schlagerfeste. Können wir gerne mal zusammen hingehen. Die Muttis sprechen einfach Wahrheiten aus und denen ist völlig wurscht, ob das irgendwie vielleicht nach hinten losgehen kann. Und das ist super. Das war nochmal kurz und knackig Folge 1 zusammengefasst und die Bilder sind eindeutig. Es geht komplett darum, die Mutti zu überzeugen. Alle Gewalt um die Gunst älterer Damen oder wie Giovanni Zerreda sagt, Karriere. Im beschaulichen Bergischen Land haben Stefan und Mama Elke bereits einen Bärenhunger. Wie ist denn dein Eindruck von unseren Besuchern gestern gewesen? Ob man mit Fotos so alles machen kann. Sonst ganz angenehm und ich fand's auch ganz nett. So meine Wahrnehmung. Wenn du eine Träne in meinem Auge wärst, würde ich nie mehr weinen, aus Angst, dich zu verlieren. Guck mal, wie passend. An der Wand steht einfach, Lachen ist die beste Medizin. Ja, und bei dem verzweifelten, wie kommen wir da nur wieder rauslachen? Der Mutti bleibt sie wirklich sehr lange gesund. Von den Bildern war irgendwie eine ganz andere Wiese in der Realität vorher. Ich war auch ein kleines bisschen, ich will nicht sagen negativ, aber ich war etwas überrascht. Ich hatte auf den Fotos so etwas zierliches, kleines in Erinnerung und jetzt kam so, ja. Ich weiß nicht, wer unbedingt der erste Favorit ist. Ich vergesse immer die Namen. Ich will mir die auch gar nicht merken, denn die sind für mich noch gar nicht besonders wertvoll. Die Redaktion der Bravo. Wenn Team 5 in irgendeiner neuen Konstellation mal wieder irgendeine Promo-CD in den Briefkasten geworfen hat. Mann, Elke, das geht überhaupt nicht. Elke ist exakt wie er beim Bachelor gucken. Ich hau natürlich auch kein Foto raus, auf dem ich mich unwohl fühle. Das gibt's nur noch im Inner Circle, in der WhatsApp-Gruppe. Verlinke ich euch hier in der Infocard und natürlich im angepinnten Kommentar. Da ist alles unzensiert. Aber du musst dich an die Damen heranpürschen. Großes Kino heute Abend. Und muss gucken, was für dich besser gucken, ist. Wir gucken mal, was der Tag heute bringt. Wenn ich jetzt im Moment an die Mädels denke, bin ich sehr glücklich darüber, dass sie da sind. Hibbelig. Dann ja, gucken wir mal. Musst du deine Nähkünste ja verbreiten oder kannst du sie testen? Wir werden sehen. Allein wegen solcher bedeutenden Challenges freut mich sehr, dass Schwiegertochter gesucht wieder zurück ist. Stefan kann nähen und es ist natürlich auch super praktisch, dass ihm niemals das Material ausgeht bei den Haaren, die seine Mama auf den Zähnen hat. Im hohen Norden sind Claudia und Maria voll beladen auf dem Weg ins Feriendomizil ihrer Verehrer. Hallo Claudia, auch gut geschlafen? Auch gut, danke. Und du? Ja, perfekt. Ich war der Erste, der schnell die Tür aufmachen wollte vor den anderen, deswegen war mir das wichtig, dass ich da als Erstes hingehe. Hallo, hallo, hallo. Maria, liebe ich sehr. Und Maria geht wahrscheinlich einfach nie aus dem Haus ohne Topf, oder? Auch hier gibt es Strategien, völlig verrückt eigentlich, ne? Also Julian geht als Erstes zur Tür. Einerseits natürlich, um halt beide auch als Erste zu begrüßen. Andererseits, um sicherzustellen, dass beide auch wirklich mit Kamerateam kommen. Weil sonst, und da gebe ich Brief und Siegel drauf, hätte der an einem Gespräch genauso viel Interesse wie ich während einer Weisheitszahn-OP. Mit frischen Früchten und knallroter Konfitüre startet die wichtigste Mahlzeit des Tages. Vielen Dank von ganzem Herzen, das hat euch noch niemals jemand von uns gemacht. Mit ihrer Erscheinung, mit ihren blonden Haaren. Ich bin schon rattenscharf auf die Claudia. Ja, ich will sie haben. Michael ist so ein bisschen untergegangen. Das war der zur Erinnerung, der gesagt hat, er will sie erstmal sehen, dann auch gerne an ihr riechen und sie berühren. Und wer jetzt noch irgendwie an ihrem Gesicht rumleckt, dann wissen wir immerhin, woher er seine Flirtskills hat. Nämlich aus dem Ratgeber, wie man richtig mit Lebensmitteln umgeht, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Hast du gut geschlafen, Unkanzler? Ich habe lange gebraucht, bis ich eingeschlafen bin, weil ich zu lange an dir gedacht habe. Der Udo geht richtig ran an die Mutti, ne? Da kann man schon eine Scheibe abschneiden oder ab. Ich weiß nicht das Wort. Also was sind auch so eure Hobbys? Auch so ein bisschen sportlich? Gehe eher so spazieren. Ich mache halt 3-4 Mal die Woche auch, ja, das sieht weil man, ich auch Rettungsschwimmer mache. Einmal hat mir überhaupt nicht die Interesse gezeigt. Ich finde das so komisch.
Weißt du, junger Mann, du bist doch ganz schön ein junger Mann und schifft denn, wieso? Spring doch auch ein bisschen zusammen, lachen. Können wir kurz miteinander kurz sprechen? Mein Sehr Mann. Gerne. Ganz wichtig ist aber tatsächlich, das müssen wir dem Eimann auch nachsehen. Ja, er ist ruhig. Aber als Kleindarsteller ist er gedanklich einfach schon beim nächsten Dreh und geht im Kopf schon mal den Text für seine nächste Rolle als Leitplanke in Alarm für Cobra 11 durch. Und zu Udo, bevor da jetzt irgendwie jemand was schreibt. In meiner Familie gab es einen Schlaganfall und es ist tatsächlich 1:1 wie bei Udo. Also genauso, dass es mit dem Sprechen ein bisschen schwerer fällt teilweise oder dass es mit dem Kiefer nicht immer so klappt, wie man möchte. Deswegen, sowas oder auch was anderes, was halt genau dazu auch führt, passiert einfach. Und was willst du dann machen? Soll man sich dann irgendwie die ganze Zeit einfach nur zu Hause einschließen? Und das Zurückkämpfen ins Leben ist so, 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 so schwer. Nehmen wir einfach mal an, das ist bei ihm genau wie in meiner Familie. Und ich finde, es gibt auf jeden Fall deutliche Parallelen. Dann bist du, wenn es gut läuft, komplett fit, aber hast halt deinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle. Und deswegen darf man dann an so einer Sendung nicht teilnehmen. Warum? Im sagenhaften Sauerland hat der fröhliche Fleischer Sascha seine Verehrerinnen zur metzgerfreundlichen Morgenmahlzeit in seine vier Wände geladen. Ich esse gerne Braten oder Rouladen, Mettbrötchen, eigentlich alles an Fleisch und Wurst. Wer möchte hiermit jetzt anstoßen? Das ist hier Rumspritz. Ja. Ich habe nur Angst vor diesem Ding, weil das rausschießt. Das ist verrückt. Da geht ja schon fast eine ganze Pulle rein. Mett habe ich selber gemacht heute Morgen. Oh, lecker. Was denkt ihr denn jetzt so über mich? Könnt ihr da schon ein Urteil geben? Sascha, gib dir einfach literweise gleich den Sekt ein. Die neue Mitarbeiterin von Schwiegertochter gesucht ist direkt panisch zur Apotheke gerannt. Bei ihrem vorherigen Format Temptation Island VIP war das nämlich der eindeutige Vorbote für mal mindestens 2 oder 3 übertragbare Geschlechtskrankheiten. Den Sekt aus 0,5 Gläsern trinken. Yes! Und das ist ziemlich clever von Sascha. Danach werden sie die Info, dass eine von ihnen nach dem Kennenlernen zur Sommerwurst verarbeitet wird, garantiert wesentlich besser aufnehmen. Ich könnte mir eine Zukunft mit dir vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, dass die Janina sich Zukunft vorstellt. Die Janina, Jana. Ich glaube, dass meine Chancen bei Sascha sehr gut stehen, weil wir öfters Blickkontakt hatten und auch nebeneinander saßen. Und wenn ich zu dir komme, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Ja. Ich wollte mal fragen, wie seid ihr auf die Idee eigentlich gekommen mit dem Bock-Bock? Na, wir mögen beide Hühner. Dass Regina und Sascha so naturverbunden und tierlieb sind, hat mir sehr gut gefallen. Da ist ja der Hahn im Korb, ne? Kikeriki! Ja. Kikeriki! Ich liebe Tiere auch, am liebsten natürlich in Form von ganz, ganz kleinen süßen Chicken McNuggets. Er liebt Tiere und als Metzger, klar, ist die Wurst natürlich ständig im Einsatz. Oder wie man bei Richter gnadenlos Ronald Schill sagte, strafmildernde Umstände für die Angeklagte. Lieber Gott, damit wir nicht in die Hölle kommen, müssen wir was tun? Ja, natürlich den Kanal abonnieren mit Glocke. Alles klar. Im opulenten Oberbayern treffen Thomas und Mama Elvira die letzten Vorkehrungen. Ich habe mich schon lange gefragt, wann lerne ich sie endlich kennen. Danke. Wie sieht denn deine Traumfrau aus? Also was muss eine Frau mitbringen, wo du sagst, boah. Also auf alle Fälle, sie sollte das Herz am rechten Fleck haben, sie sollte ehrlich sein, treu sein. Ich hole jetzt auch mal die Frauen und ihr dürft gespannt sein. Ja? Seid ihr bereit? Ja, jetzt sind wir bereit. Ja. Super, wir sind bereit. Alle sind aufgeregt und Elvira ist natürlich davon überzeugt, dass ihr Sohn Wi-Fi-Material ist. Bisher ist er nur Wi-Fi-Material für seine Nachbarn, weil das WLAN-Passwort alles, was Mama sagt, viel zu einfach zum Knacken ist. Wenn man dieses Lächeln hier sieht und an Vollmond dreimal hintereinander lokullische Leckereien sagt, dann öffnet sich ein Portal zur Hölle und während wen kommt mit einem Stückchen Kuchen vom Norman raus. Stimmt wirklich. Bist du vielleicht ein bisschen schüchtern oder so? Nein, ich bin wirklich nicht schüchtern. Ich bin sehr offen, okay. Und so. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Denkst du, der Funke ist über uns gesprungen? Ich glaube nicht. Dann sind wir uns jetzt auch jetzt einig. Dann ist es halt auch nicht der Richtige. Hallo. Hallo, hallo. Ich muss heute gehen. Wieso? Der Funke ist einfach nicht über uns gefunkelt. Ein Konkurrent weniger. Fehlt nur noch Michael. Alles gesagt und es gibt nichts mehr zu reden. Genau das denkt ja übrigens Markus Lanz jeden Abend nach seinem Vorstellungsmonolog. Wer kennt sie nicht? Die funkelnden Funken. Nicht zu verwechseln mit dem funkelnden Furunkel. Die kriegt man nur, wenn man die Moderationsalliteration für Schwiegertochter gesucht schreibt. Und können wir bitte einmal fürs Protokoll festhalten, Claudia sagt direkt, was Sache ist und hält ihn sich nicht warm. Ich würde mal sagen, davon... Kann man schon eine Scheibe abschneiden? Freiwillige voraus.
Wir machen zusammen eine kleine Nähübung. Hilfe! Ich kann auch nicht nähen. Ich kann nicht nähen. Aber mehr wie die Finger festnähen kann ich nicht. Dann kriegst du bei mir sogar richtig Herz. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, cool. Sehr schön. Oder? Astrid hat sich zwar beim Nähen sehr schwer getan, aber sie hat halt auch Blicke geschmissen. Und ja, wenn du Hilfe brauchst, einfach Bescheid sagen. Ja, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Naja, macht ihr das ordentlich? Ich finde erstaunlich, dass 50-jährige Frauen noch nie genäht haben. Das ist für mich ein No-Go. Es musst du sehen, dass du oben die Kurve noch ein bisschen ordentlich hinkriegst. Wenn ihr jetzt noch ordentlich zunäht, könnt ihr euch an der Kette hängen. Absolutes No-Go. Da kommt sie auch direkt zum Kontrollieren. Natürlich, ne, die Resultate verursachen in ihr Schmerzen, die sonst eigentlich nur die Stimmbänder von Claudia kennen. Das ist ja echt ein ganz wundervolles Date. Wenn du, ich sag mal liebevoll, zu etwas genötigt wirst, was du überhaupt nicht drauf hast, um danach von der grantigen Aufpasserin irgendwie noch verbal einige Zimmer zu bekommen. Ich glaube, da kann ich mir wirklich nichts Romantischeres vorstellen. Ich hab noch was für euch dabei. Ich denke, ihr seid Herzensmenschen und das sind einfach Herzensgeschenke, wo ich euch mitgebracht habe. Ein kleiner Engel bringe ich dir mit. Oh! Und ja, das passt eigentlich. Einfach mal ein Porträt von mir. Ja, danke schön. Bitte schön. Ich hoffe, dass Sascha eventuell auf dem Nachttisch das Bild stellt. Da ist ein bisschen was fürs Camping dabei, eine kleine Lampe. Das Geschenk von der Sarah finde ich ein bisschen schöner. Das Geschenk von Jana fand ich auch super. Jetzt finde ich auch immer den richtigen Weg zur Toilette durch den Licht, durch der Lampe. Allein dafür. Bitte schön. Ja, die Musikauswahl ist einfach exakt wie Elkes Nähkursanalyse. Gold. Ja, immer den richtigen Weg zum Klo finden. Der natürliche Reflex wird übrigens auch ausgelöst, wenn der neue Song von Ben Zucker das Trommelfell erreicht. Oh, und was wollen wir wetten, dass garantiert ein Redakteur hinter der Kamera stand und ihn gefragt hat, was kann man denn mit der Lampe beim Camping so machen? Ja, wie wäre es denn, wenn wir heute ein bisschen Karaoke machen? Das ist eine sehr tolle das Idee. Das ist super. Ja? Auf gar keinen Fall. Ich finde schon, dass die Krallen langsam etwas ausgefahren werden zwischen Jana und mir. Ich war noch niemals in New York. Aber ich werde mich nicht unterbekommen lassen. Ja, das war ja ein bisschen gut. Du hast doch gesagt, du hast eine schöne Stimme. Dann warum singst du nicht mal ein Lied? Little do you know, I'm still haunted by the memories. Das Liebeslied war, habe ich nicht so mitgekriegt, weil ich den Text nicht verstanden habe. So ein schöner Tag. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, den beiden wäre es lieber, würden sie das Duell um den Sascha nicht hier am Mikro austragen, sondern in der, was sagen wir mal, 9. Runde beim Promi-Boxen. Jawohl, damit ist die Sendung offiziell wieder in den alten Trash-Sphären von damals angekommen. Sehr liebevolle Staffeln Schwiegertochter gesucht zu produzieren. Hat ganz ohne Saschas Lampe den Weg ins Klo gefunden. Im atemberaubenden Alpenvorland ist bei Thomas und Mama Elvira der große Augenblick gekommen. Herzlich willkommen! Okay. Die froh gelaunte Flaschenkontrolleurin macht den Anfang. Und auch die kultivierte Katrin. Als ich Thomas das erste Mal gesehen habe, dachte ich, er sieht nett aus. Muss man erst mal schauen. Und das erste Mal in Bayern hier? Ja. Da wird es aber Zeit, gell? Ich war tierisch aufgeregt, so dass mir meine Beine gezittert haben. Da kommt auf jeden Fall eine weitere Frau. Ich bin die Sandra. Gefühlsmäßig denke ich, dass er auch eine Frau gern hat, die ein bisschen üppiger ist. Dieser Smalltalk aus der Hölle, wer kennt das nicht, oder? Und übrigens, fröhliche Flaschenkontrolleurin ist auch der interne Name für Antonia beim Make Love Fake Love. Sollte sich einer über Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht beschweren, dann einfach mal hier reinklicken und die Sache sieht ganz anders aus. Die alle sind liebevoll, die wollen niemandem irgendwie was Böses. Hier sieht es komplett anders aus. Wir sind eigentlich ziemlich sehr überrascht. Oh, aber hat's geklingelt? Ja, was? Noch was? Das spornt mich natürlich an, wenn da noch andere Konkurrentinnen sind. Hallo. Die Fachverkäuferin für Erwachsenenartikel ergänzt den dreifachen Reigen um Thomas. Ja, ich bin jetzt etwas überrascht. Also ich freue mich jetzt, dass alle da sind und jetzt kann es losgehen. Ella, ich würde dir auch noch gerne ein Herz überreichen. Das ist aber lieb.
Das nehme ich gerne. Kriegst du es wirklich? Natürlich. Oh. Und ich nehme euer Gepäck schon mal mit ins Hotel, damit ihr euch um nichts kümmern braucht. Das Herz hat auch einen tollen Platz gefunden, nämlich direkt in der Mülltonne vor Thomas Haus. Wundervoll. Und das ist ja mal richtig nett von Angie, dass sie die Koffer direkt mitnimmt. Dann kann die Produktion ja direkt schon mal beginnen und ungestört die Klamotten durch Motiv-Shirts und irgendwie knallbunte Blusen austauschen. Wir machen heute eine Motivtorte. Habt ihr das schon mal gemacht? Eigentlich nur normal gebacken höchstens, aber selbst. Udo, und wir machen zusammen Pierogi. Pierotti? Kannst du weiter knetten? Ich komme gleich wieder. Ja, wirklich. Freue mich von ganzem Herzen. Oh, wissen Sie, was dann geschieht? Dankeschön. Bitte. Das ist ein Geschenk, lange, wenn ich habe noch nie gekriegt von diesem Mensch. Von Männern. Über 20, 22 Jahre kein Mann. Und da habe ich auch schon die Wärme gespürt. Und da habe ich gemerkt, dass sie Gefühle für mich hat. Weißt du, was das wärmen kann? Ja, ein Herz. Dankeschön. Gott, ey. Also, ja, beim RTL hält man also einen Obstboden für eine Torte. Naja, gut. Da fällt man ja bei Sat.1 Faisal Kawusi für einen Comedian. Ui, okay, das ging ja auf jeden Fall mal sehr schnell mit den Gefühlen, aber ich spüre da auch was. Leute, die mit Kinderschokoladeeiern eine Torte machen, das müssen gute Menschen sein. Derweil kümmert sich Claudia mit Michael und Julian um köstliches Konditorenwerk. Jetzt, wenn der weg ist, kann ich ja hier loslegen. Das kriegt er eh nicht mit. Magst du Schlagsahne eigentlich, oder? Ja, ich liebe Schlagsahne. Ich kann ja mal ein bisschen so kleine Geschmacksprobe geben. Dann könnte ich ihr auch beim Reinigen helfen und die Sahne vom Gesicht lecken. Aber das habe ich mir dann doch lieber anders überlegt. Lecker, soll ich auch bei dir machen? Gerne, gerne. Oh. Und dann war mir schon sehr heiß, aber ich war dann auch in dem Moment sehr glücklich. Ich glaube, Julian ist ein bisschen süßer als die Schlagsahne. Oh Gott. So, RTL hat es geschafft. Bei dem Cringe wünsche ich mir, dieser Batterieblock von der ISS wäre nicht im Atlantik, sondern einfach in meinem Sehnerv eingeschlagen. Wichtig, bevor er fragt, ja, das ist Schlagsahne und nicht sahnesteif. Sahnesteif ist das, was die Schwiegertochter gesuchten Muttis aus der Waschküche kennen. Ich garantiere, dass da im Hintergrund der RTL-Redakteur saß und ihr genau das vorgegeben hat. Sag doch mal, was ist denn süßer, die Sahne oder doch der Julian? Ey, ist das noch Trash oder ist das Kunst? Das ist eine Meditation, die ich selber aufgenommen habe. Das ist ein Text, den ich gesprochen habe und habe im Hintergrund Musik. Einfach nur sitzen. Wir nutzen diesen Moment, um uns selbst zu spüren und in uns anzukommen. Deine Füße sollten Kontakt zur Mutter Erde haben und konzentriere dich auf deine Atmung. Lass den Körper einfach. Du bist erfrischt, klar und erholt. Danke vielmals, Stefan. Und ich habe auch die Lichtwesen gesehen. Erstens, Freunde, wo sind die billigen CGI-Effekte vom Magic Movie Maker? Und zweitens, ein Wesen mit übernatürlichen Kräften. In der Promi-Szene auch besser bekannt als Visagistin von Gina-Lisa Lofink. Apropos, irgendwie interessant, dass Stefan tatsächlich am besten zu seiner eigenen Stimme entspannen kann. Genau das kann Gina-Lisa auch. Und sie muss dafür nicht selber einsprechen, sie hört einfach Feuerwehr-Sirenen. Und wisst ihr was? Es wäre mir so unfassbar peinlich, sowas aufzuzeichnen und dann ja fremden Leuten vorzuspielen. Aber warum eigentlich? Und die pfeifen ja alle drauf. Ja, eigentlich haben sie recht. Wow, was der Stefan uns ausbietet, das ist also wundervoll. Habt ihr Bilder gesehen? Nein, ich habe dann immer eher die Verbindung nach unten. Wie Wurzeln aus den Füßen, wie ein Baum. Ich mag zum Beispiel in der Natur sehr gerne die Bäume umarmen. Also wenn ich einen Baum sehe, der mich anzieht, gehe ich auf den zu und fühle mal rein. Ja. Ist eine tolle Erfahrung. Ja. Ja, also ich fand das auch sehr, sehr... Dann machst du das auch? Ja. Oh. Ja, wie soll ich das formulieren? Ist natürlich schwierig für einen Menschen, der damit noch nicht so in Kontakt gekommen ist. Ja, ist klar. So verkrampft am Satz in der Suche sonst nur Temptation Island-Verführer, wenn die Frauen sie fragen, welche inneren Werte sie an ihnen lieben. Wie sie einfach die ganze Zeit diese Schuhe von ihm filmen. Ich lieb's. So, wie hat sie gerade gesagt, wenn ihr einen Baum gefällt, dann geht sie auch mal hin und fühlt rein. Aha, wenn er mich fragt, dann sieht das so aus, als würde sie genau dieses Vorgehen bald auf den Stefan übertragen. Im Sauerland gibt es bei Freizeitpark-Fan Sascha heute nicht nur eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So, mit Frauen war ich noch nie in so einem Freizeitpark. Oh Gott, weil ich habe eigentlich Angst vor Achterbahnen. Was?
Ja, jetzt ist er drin. Ist das eng bei euch? Ja. Das geht schon. Wir sitzen neben ein Stück Kartoffelbrei hier drin. Man konnte nicht rechts, nicht links. Man brauchte nicht keine vermutschen. Angst zu haben, richtig rauszufallen. Heute also, ist so ein schöner Tag. Na, 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 la. Allein die Musikauswahl, Shake It To The Right. Jetzt sind die natürlich danach sehr grün im Gesicht. Die können so glatt den Leuten Konkurrenz machen, die sich eine Strophe von Claudia anhören mussten. Ja, 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 Angie, wir sehen das ja alles. Ne? Natürlich mussten die vier jetzt hier in die kleinste Kinderbahn gesteckt werden, damit schön eng ist. Es hat allen Spaß gemacht. Auch wenn die Mutti so aussieht, als würde auch sie bald irgendwelche Lichtwesen sehen. Nebenan tauschen Tochter Claudia und Sicherheitsfachkraft Julian mundgerechte Molkereiprodukte aus. Habt ihr schon hier ordentlich genascht, oder was? Wo er dann kam, hat er ein bisschen mitbekommen, dass es so ein bisschen heiß zwischen uns ging. Magst du auch Erdbeeren? Ich liebe Erdbeeren. Kannst du mal welche probieren, vielleicht? Na? Dankeschön. Und? Möchtest du auch? Ja, probieren? Aber keine ganze, oder? Ein bisschen sexy, dass wir das gegenseitig uns in den Mund stecken. Das ist richtig Trash. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt zuerst. Überhaupt keinen Bock darauf und ich kann es komplett verstehen. Michael streicht hier die Segel. Übrigens exakt wie mein Sportlehrer im Sportunterricht beim Wählen, bevor der Mitschüler mit dem gebrochenen Bein vor mir gewählt wurde. Also da funkeln ordentlich die Funken, zumindest bei Claudia. Julian, wir sehen das genau, er kann sich hier einfach härter kein Grinsen verkneifen als Heidi Klum beim GNTM-Umstyling, wenn sie sagt, dass die Stylisten wissen, was sie hier machen. Welche findest du denn besser jetzt so? Ich finde beide Torten ist aus Herz gemacht. Ich würde sie lieber dir persönlich schenken. Fand ich echt süß von ihm. Mal, Udo? Ja? Ich muss kochen. Die kommen nach oben. Na ja, nach oben. Ja. Ich habe ganz viel Spaß gemacht. Schöne Zeit. Alles hier euch, okay. Ich habe gemacht mit Udo. Was ist das? Nockies, nee, das sind Pen. Ach, Birotti. Perückis, Perockis, genau, Perockis. Guten Appetit. Ich denke, dass Mama schon sehr in Love ist und besonders hat der Udo. Nein, ich verliebe noch nicht. Aber der Udo schon so. Ja. Und der Kuchen ist aus Herz gemacht. Bei Sascha wäre das übrigens kein Versprecher. Also naja, so eine besonders hotte Stimmung kommt bei der Therapiesitzung hier ehrlich gesagt nicht auf. Was ist hier los? Die gucken jetzt irgendwie doch so enttäuscht und leer wie Zuschauer im Let's Dance Studio. Wenn sie einen Platz hinter Jorges Turmfrisur bekommen haben. Also ich glaube das auch. Der Udo hat offensichtlich echt ein Auge auf die Maria geworfen. Er ist in dieser Runde auf jeden Fall der einzige Kandidat, der gerade nicht im Kopf durchgeht, welches bunt gemusterte Hemd er sich von der Gage kaufen wird. Sascha hat ja nicht immer pünktlich Feierabend. Wie ist das mit dem Essen? Wenn er von der Arbeit heimkommt, ja, wäre das Essen definitiv auf dem Tisch. Und dann, dass du dann auch mit uns essen tust. Ach, allein ja, schon wegen dem Familienzusammenhalt. Gott, was passiert denn jetzt? Bitte lass es jetzt endlich zu Ende sein. Meinst du, wäre Sascha eher für Jana oder eher so in meine Richtung? Du ergreifst die Initiative mehr. Sowas mag er mehr. Oh, lieber küssen, das mag ich nicht. Oh, das Küsschen, was sie mir schon wieder gegeben hat, auch die ewige Umarmerei. Sarah wird tatsächlich im kommenden Jahr ins Dschungelcamp gehen, das steht jetzt schon fest. Natürlich nicht als Kandidatin, sondern in die Ausstattungsabteilung. Um den Weg zu den Prüfungen so glitschig wie möglich zu machen, hat man einfach nichts Schleimigeres gefunden. Ah, das ist richtig unangenehm, gerade wenn man sich irgendwie noch nicht so kennt und man irgendwie denkt, ah, da baut sich was auf und dann zack, so ein Rückschlag. Vielleicht hat die Mutti sie doch ein bisschen zu sehr ermutigt, als sie hier ihre Initiative bei Sascha so gelobt hat. Ist irgendwie ein bisschen wie Hilfe beim Umzug anzubieten, bevor man überhaupt weiß, dass die Wohnung im 6. Stock liegt und ohne Aufzug. Diese Worte bereut man sehr schnell. Sarah, sie möchte die Oberhand irgendwie gewinnen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, also dass ich da wenig Chance habe zu reden. Wir sind ja beide ruhig, ob das klappen würde. Ich denke, wenn man sich länger kennt, dann blühe ich auch auf und dann, ich glaube, das merkt man auch, dann bin ich total crazy. Wie würdest du dir denn einen Abend am Zelt vorstellen? Also wenn man zusammen zelten gehen würde, also ich finde Lagerfeuer immer ganz schön. Ja. Ich finde das auch total romantisch, wenn man sich da abends einfach hinsetzt, den Abend ausklingen lässt, vielleicht Stockbrot oder so. Mhm. Und ein Weinchen oder Sekt zusammen trinken. In der Abenddämmerung, wenn die Sonne untergeht. Finde ich sehr schön. Ja, da scheinen wir viele Gemeinsamkeiten zu haben. Scheinen wir wirklich zu haben. Verlierer schon von weitem erkennen. Oder wie Sylt-Urlauber sagen, da kommt jemand mit einem Fiat Panda zur Sansibar. Aber Jana, sie ist einfach mal positiv. Wenn du schneller hier raus bist, dann bleibt dir erspart, wie ihr aus Matt irgendeine Skulptur bastelt, während im Hintergrund die Melodie von Ghost-Nachricht von Sam läuft. Ja.
Die beiden sind wirklich die einzigen Menschen auf der Welt, die bei einem Lagerfeuer auch gerne mal Bock auf Stockbrot haben. Im opulenten Oberbayern hat Küchenchef Thomas für seine Liebesinteressentinnen ein genüssliches Gericht gekocht. Das ist wirklich mit viel Liebe gekocht. Das mache ich gerne. Ich liebe Soße am Essen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass er auch sämtliche Soßen hinkriegt, die ich mir wünschen würde. Wie sieht es mit euren Hobbys aus? Momentan gehe ich auch gerne mit meinem Hund Gassi. Ich habe auch eine kleine Hündin, die habe ich auch sehr lieb. Also Hund haben wir nicht gerne hier. Also wir haben keine Unterbringung hier für einen Hund. Also ich habe mir vor kurzem ein E-Bike gekauft. Ja, ich habe nämlich auch eins. Okay. Hat mich sehr gefreut, hat mich sehr überrascht. Da wäre zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit vorhanden. Wir sind doch hier gerade in Bayern, oder? Ja. Also mit der giftigen Energie, die Elvira hier versprüht, kann sie problemlos als Glyphosatersatz arbeiten. Die Frauen suchen doch hier eindeutig nach dem Schlüssel zu Thomas Herzen. Oder? Mein Vorschlag wäre, wenn sie eh schon mal auf der Suche sind, dann können sie doch einfach auch direkt noch den Wohnungsschlüssel von Elvira zu Thomas Haus suchen und den irgendwie ganz schnell verschwinden lassen. Es wäre so cool, wenn mal einer der Söhne sagt, stopp, so nicht, und dann mal hier das Wort ergreift. Thomas ist ja hier schon ein bisschen ortsgebunden, eigentlich auch durch die Arbeit, durchs Haus. Also wegziehen, denke ich mal, eher nicht. Und wie schaut es dann so aus bei euch mit Umziehen? Ja, meine Familie würde ich vermissen, nur die kann man besuchen und ja, Freunde auch. Mhm. Katrin, hast du Kinder? Nein. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, der ist 14 Jahre alt. Mhm. Ja, man muss halt dann, die Lebensumstände müssen halt auch passen irgendwo, gell? Franziska hat ein 14-jähriges Kind. Und ein Hund. Das allerletzte Wort. Wenn überhaupt, hab ich. Wäre für mich jetzt nicht so unbedingt das Problem. Und Tisch. Juhu. Na gut. Der Sekt ist eröffnet. Und schon wieder habe ich den Eindruck, dass die Mutter einfach keine Schwiegertochter will, die nicht exakt ist wie sie. Oh Mann, Elvira, gib doch deinem Sohn mal ein bisschen mehr Auslauf als Tönnies seinen Hühnern. Na, sie hat einfach keinen Bock auf irgend so einen, der rumsabert und mit dem Schwanz wackelt. Erstens, ja, warum hat sie dann bitte potenzielle Schwiegertöchter eingeladen? Und zweitens, hat sie gerade wirklich gesagt, dass sie keine Hunde mag? Das gab's noch nie. Was ist jetzt so schlimm? Das Gefühl, dass ich dich zu sehr beeinflusse. Soll ich dir was sagen? Ich habe Bilder, bunte Bilder im Kopf. Dann hat er mich förmlich sich umschlingen lassen. Freuen Sie sich drauf. Das heißt, sehen wir kommende Woche wirklich das Unmögliche? Ein Sohn widersetzt sich seiner Mama? Da bin ich gespannt, weil sonst behaupten sie sich ja eher so, wie ich mich beim Weitwurf. Null. Nee. Minus 3 Meter. Zwei Dinge sind jetzt wichtig. Einmal, unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen. Und zweitens, ein Like wäre mega. Und wenn ihr das Video teilt mit einer Person, die auch richtig Spaß an Trash hat, wäre das der Oberknaller. Die volle Ladung Schwiegertochter gesucht gibt's übrigens bei RTL Plus. Link ist natürlich in der Beschreibung. In welchem Team seid ihr? Team Schlagsahne oder Team Metteimer? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Vergangene Woche ist es schon wild losgegangen. Und Elke war so enttäuscht von den Kandidatinnen. Mega. Wenn ihr ein bisschen runterkommen wollt, auf jeden Fall in First Dates Hotel reingucken. Die perfekte Mischung aus Trash und wirklich schönen Dates. Dann sehen wir uns gleich hier.